Schauen wir in die zweite Börsenreihe. Die Aktie von Extron stand in den vergangenen 2 Tagen deutlich unter Druck. Grund: Nach den Aufsichtsräten Jürgensen und Kuklis, die seit Anfang an dabei sind, geht jetzt auch der Vorstandschef Paul Heiland Ende des Monats. Aktionäre sind beunruhigt. Darüber wollen wir sprechen, und zwar mit Adrian Pehl. Er ist Analyst bei Equinet Institutional und jetzt mir zugeschaltet. Herr Pehl, es herrscht Weltuntergangsstimmung beim LED-Maschinenbauer Extron. Nach den beiden Aufsichtsräten Jürgensen und Kuklis, jetzt auch der Vorstandschef Paul Heiland, der das Unternehmen verlässt. Verlassen die Herren das sinkende Schiff? Ja, hallo, guten Tag. In der Tat könnte man den Eindruck wohl gewinnen. Ist auch interessant zu wissen, dass es in Korea Personalveränderungen hier gab bei der Extron. Insofern könnte man wirklich von Umbau an der Führungsspitze sprechen, ein Stück weit. Wir erwarten aber nicht nur da den Umbau, sondern auch Restrukturierung im operativen Geschäft. Ich würde allerdings noch nicht so weit gehen und davon sprechen, dass es sich hier um ein sinkendes Schiff handelt. Es heißt ja von den Aufsichtsräten in eigener Mitteilung, es hätte unüberbrückbare Differenzen gegeben, was die Strategie im Unternehmen angeht. Und das dürfte jetzt auch den Vorstandschef Heiland zum Rücktritt bewogen haben. Wissen Sie Näheres, worum es in diesem Streit ging? Laut Extron sollte man diese Schritte nicht im Zusammenhang sehen. Das fällt aber natürlich schwer irgendwo ein Stück weit. Interessant war in der Tat der Hinweis aus dieser Pressemeldung von Herrn Jürgensen, dass es sich offenbar hier um einen Interessenskonflikt handelt. Vielmehr wurde leider erstmal nicht bekannt. Damit sind natürlich Spekulationen Tür und Tor geöffnet. Vielleicht ging es möglicherweise um Unternehmenszukauf oder schlicht um das Ausmaß der angedachten Restrukturierung. Insofern sind das vielleicht Punkte, die hier eine Rolle gespielt haben könnten. Das Geschäft läuft ja alles andere als rosig. Die operative Lage lässt durchaus zu wünschen übrig bei Extron. Der Markt erwartet 2012 tiefrote Zahlen. 2013 klappt das dann schon möglicherweise mit dem Turnaround oder kann man da noch nicht spekulieren? Ja, wir haben hier schon sehr frühzeitig fürs laufende Jahr einen Verlust eingeplant. Wir erwarten zwar für 2013 ein Umsatzwachstum 60 Millionen auf 280 Millionen dann, aber Extron dürfte dann mit unseres Erachtens noch rote Zahlen schreiben. Darüber hinaus haben wir hier noch keine Kosten für ein etwaiges Restrukturierungsprogramm eingerechnet. Jetzt kann man ja mal ein paar Quartale oder vielleicht auch ein paar Jahre rote Zahlen schreiben. Aber klar muss man die Frage stellen nach der Liquidität. Wie sieht es aus bei der Liquidität von Extron? Da sieht es eigentlich nach wie vor recht gut aus. Vielleicht sollte man hier wissen, dass Extron keine Bankverbindlichkeiten auf der Passivseite stehen hat, im Gegenteil, sondern immer noch ein Liquiditätspolster von gut 200 Millionen Euro, also ungefähr 2 Euro je Aktie, was die Situation doch recht kommod erscheinen lässt. Wir hatten zwar eben gesagt, dass wir nicht mit einem EBIT-Gewinn rechnen in 2013, allerdings glaube ich auch nicht, dass wir hier sehr viel Cash verbrennen werden in 2013, und insofern glaube ich, muss sich diesbezüglich der Anleger noch keine Sorgen machen. Da guckt sie natürlich die Aktie an, sieht, jetzt sind wir 2 Tage kräftig gefallen, heute greifen sie schon wieder kräftig zu. Was raten Sie den Anlegern? Ja, wir sind jetzt eigentlich ungefähr seit einem Jahr mit einer negativen Anlageempfehlung im Markt, waren zeitlang hier in der Tat auch positiv, vielleicht auch ein bisschen zu lange positiv gewesen, aber ich glaube, es war richtig, 2012 eher mal verhalten zu sein, und diese Einschätzung haben wir im Moment noch beibehalten, aktuell mit einem Kursziel von 7,50 Euro, also eher noch ein wenig Downside-Potenzial. Der Grund dafür liegt im Wesentlichen in der Bewertung, die wir sehen. Selbst wenn man für 2014 wieder ein positiveres Szenario unterstellt, fällt es ein bisschen schwer, auf dem aktuellen Kurs viel Upside zu sehen. Adrian Pehl von Equinet zur Story, zur Hintergrundinformation bei Extron. Vielen Dank. Danke.